Shapiro finde ich gut. Ja. Du bist jetzt. Zum Beispiel. Du bist ja bei Shapiro auch, ne? Ja. Finde ich sehr gut. Ja, ich auch. Ich habe ja auch die Jungs von Shapiro getroffen. Wir waren ja in Madrid und da haben wir auch so quasi hinter den Kulissen so ein bisschen gesprochen und so. Die machen, glaube ich, eine gute Sache und auch eine offene Sache. Und damit kann sich auch jeder identifizieren. Die sind eigentlich wirklich offen, ganz locker. Und wer Shapiro auch cool findet, am 1. und 2. August findet in Hamburg so ein Camp statt. Camp statt mit Shapiro. Also mit Felix, Justin, Jeff. Jeff nicht, aber Ryan, Terry ist da und ich bin auch da. Könnt ihr mal abchecken, falls ihr Lust habt, könnt ihr vorbeikommen. Cool. Ja. Tanzt du da auch? Ich, mal gucken. Ich habe mir jetzt so gedacht, auf der nächsten FIBO. Nein! Ja, da hole ich so, da mache ich so meine Musik an. Einige haben ja richtig die Menge mitgerissen, so. Ja. Teilweise auch so übertrieben oder so. Aber ist cool, da so Stimmung zu machen. Ja, ich fand's auch geil. Vielleicht kurz nochmal Thema FIBO. Alle stänkern immer, ne, so gegen die ganzen Großen. Aber ich finde es so krass, was die so insgesamt für alle Fitnessleute irgendwie schon getan haben. Ja. Was da für eine Stimmung war. Ich finde es so cool irgendwie, dass eben Leute da irgendwie einen Weg gehen und zusammen was machen wollen und so. Ich fand das echt krass, was da abgeht. Ja. Dazu muss ich eine Sache noch sagen. Guck mal, das, was da an Stimmung war, ne, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, habe ich in den ganzen Jahren FIBO nicht gesehen. Ja, eben. Habe ich, also das, was jetzt bei, okay, können wir sagen, ne, Pro Bro, Gym Ästhetik und so weiter, was da für eine Welle entstanden ist, wie die wirklich sich hingekniet haben und aufmerksam zugehört haben, wie berührt die Leute waren, wie diese Community, dieser, keine Ahnung, also dieses, so mitgerissen, weißt du, so als totale Einheit, ne, habe ich in, jetzt kommt's, 20 Jahren FIBO nicht gesehen. Selbst auf den Bodybuilding-Bühnen, ne? Selbst damals auf den Bodybuilding-Bühnen, ne? Da war auch eine Menge Kreischerei und so weiter alles, ne? Da waren viel mehr Bodybuilder, viel mehr Stars, die Szene war eine ganz andere, ne? Das waren unendlich viele Bodybuilder, ich vermisse das auch so ein bisschen, ne? So, wenn es das heute noch gäbe es diese zwei Extreme auch, ne? Aber es ist, also da ist schon wirklich viel krass, ne? Ich finde es auch so, es ist so positiv, ich weiß nicht, Frage an euch. Passiert es euch, dass ihr irgendwie auf der Straße auch mal angequatscht werdet, im Gym angequatscht werdet, irgendwie irgendwas in der Richtung? Klar. Ja, das ist gestern passiert. Aber wie fühlt ihr euch dabei? Ich habe dich angequatscht. Ich kam so, stimmt, Mario! Er so, wer bist du denn? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Du siehst immer so breit aus in den Videos. Nein. Dann erzähl mal, weil ich finde, das hat genau damit zu tun. Also, ich mach das ja echt noch nicht so lange, dieses YouTube-Ding. Und das ist so krass. Ich bin da mit dem Pups-Kanal, ne? Ich bin, mich dürfte ja, aber dich kennt man aber auch, ja, aber dich kennt man ja auch aus Medien, aus Zeitschriften und so. Du bist ja auch kein Unbekannter und du bist bestimmt auch irgendwo angequatscht, bist wieder aus dem Gym. Ich finde das so cool, ich finde das so positiv. Ja, echt, wenn Jugendliche kommen und sagen, boah, du hast mich irgendwie dazu gebracht, ja, oder ihr alle. Und ich finde das so cool. Sämtlich. Und manche sagen dann solche Worte, was ich mir im Leben nicht geträumt hätte, dass jemand sowas zu mir sagt. Das finde ich echt heftig. Ja, ja. Ich habe auch echt, ich hab E-Mails gekriegt, das ist wirklich krass. Oh, ich habe eine ganz lustige Geschichte. Ich habe echt eine Mail gekriegt und ich, ohne Witz, das war so zu Neujahr und ich habe echt so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, weil die Mail, das war irgendwie jemand, der schwerst depressiv war vorher und der durch mich irgendwie so motiviert wurde, dass er dann angefangen hat mit dem Sport und dann auch wirklich sein Psychologe, Psychiater und so weiter, die haben ihn dann auch attestiert, dass er dann wirklich seine Dosis der Pharmazeutika runtersetzen konnte. Und dann so der letzte Satz, ich will jetzt hier nicht zu viel labern, aber der letzte Satz war echt so, Simon, danke, weil sonst hätte ich das neue Jahr, ohne dich hätte ich das neue Jahr nicht erlebt. Und weißt du, so alleine, alleine mit... Also mit dieser einen Mail dachte ich, hey, cool, ne? Das ist, das so, das ist super geil. Also wann hast du die bekommen? Neujahr. Um Neujahr herum. Das ist ein geiler Jahresstart. Ne? Das war so geil, echt. Also das war so heftig. Deswegen, es ist, also Fitnessszene, also ich finde, jeder sagt ja, oh, es geht alles den Bach runter und YouTube. Nee, es wird, ich finde es ganz im Gegenteil. Also ich finde es so positiv. Lasst euch nicht runterziehen, wenn jemand sagt, das machen schon so viele, macht es nicht. Ja. Es wird noch viel größer. Ja, deswegen auch macht. Ne, macht von mir aus, wenn ihr da Spaß habt, macht auch einen YouTube-Channel auf. Ja. Also seid nicht aus auf Gewinn oder irgendwas, aber wenn es euch Spaß macht, also wirklich macht das, zieht das durch, hängt euch irgendwo dran.
finde das so cool. Also wie sich das entwickelt jetzt. Ich finde es klasse. Als ich vor 20 Jahren angefangen habe zu trainieren, da hat mein Vater gesagt, oder halt auch so Bekannte oder so, haben gesagt, so, warum machst du das denn, warum gehst du da hin, warum zahlst du Geld dafür, kannst du auch joggen gehen, schwimmen gehen, ja, mach doch weiter Klimmzüge an der Teppichstange. Ja. Und dann habe ich gesagt, hatte ich diese Karte vom Fitnessstudio, ne? Ja, habe ich so eine Karte bekommen und so. Ne? Ich gesagt, warte mal ab, so in ein paar Jahren wird jeder Mensch wird irgendwann so eine Fitnessstudio-Karte haben. Ich fand es so cool, so unkompliziert und so, kannst da hingehen, trainieren, wann du willst und so. Ne? Ja, und dann ging das auch so los. Ne? Und heutzutage ist so und es wird auf jeden Fall noch mehr werden. Klar. Aber zu dieser Motivationsstory, ne? Ich war am Wochenende auf dem Kindergeburtstag vom Torben und Torben ist 15 geworden. Und der hatte halt so ein paar kleine Jungs da und alles, ne? Und irgendwie, ja, was heißt kleine Jungs, also lange, wenn ihr zuschauen, ne, sie sind schon fast erwachsen, muss man sagen. Ne? Und wir haben dann, das einzige Kind war ich, ne? Weil wir haben nachher MMA gespielt auf der Playsee, ne? Und ich habe so derbe abbekommen, ne? Aber jetzt wollen die alle mit mir trainieren gehen und am Anfang konnten sie mich nicht so ansprechen, waren sie total eingeschüchtert und so, dann saß ich da so, ja, der Mario immer so einen Bogen drum gemacht und so, ne? Und dann kam die Mutter und sagt, eigentlich wollen die mit dir sprechen, Mario, trauen sich nur nicht. So, ne? Das ist ein geiler Punkt. Haben wir Bock darauf angequatscht zu werden? Weil viele denken ja genau, ne? Oh, der ist jetzt irgendwie, oh, der bildet sich jetzt was ein oder so. Ich kann vielleicht vorab nur für mich sprechen, ich finde das cool. Also kommt ruhig, fragt mich, nicht wenn ich gerade meinen Satz mache, aber irgendwie im Gym oder draußen oder so. Ja, sowieso, wenn ich die Käppi trage, dann ja, sonst. Dann ja, sonst nicht. Sonst erkennt man mich nicht. Aber ich finde es sehr, sehr gut. Weiß nicht, wie. Mögt ihr das, angequatscht zu werden, oder seid ihr jetzt völlig abgehoben, arrogant und haltet ihr euch für das Beste? Das ist total nervig. Hammer, ne? Das ist echt scheiße. Nein, Spaß. Natürlich, also ich freue mich, ich krieg direkt ein Grinsen im Gesicht. Ja. Ich freue mich richtig. Das ist doch geil. Eben. Die Leute sind freundlich, du hast direkt ein Gesprächsthema natürlich über Fitness erstmal. Die stellen dir ein paar Fragen. Du kannst das machen, was du gerne machst. Du kannst über Fitness mit denen quatschen. Manchmal wollen die halt ein Foto machen. Ich dachte mir so, als das erste Foto kam, wer will mit mir eigentlich Fotos machen? Oder hätte ich mir früher so nie denken können, aber das freut einen einfach unglaublich. Ja. Und ich rede dann auch sehr gerne länger mit den Leuten. Ja, im Gym ist das schon das Training ist halt wichtig für uns. Und ich gehe oft gerne nachts trainieren, wenn ich das Studio für mich alleine habe, damit ich richtig durchziehen kann. Aber wenn ich die Zeit habe, dann schnacke ich sehr, sehr gerne mit den Leuten. Also ich sehe auch manchmal, dass manche mich angucken, aber sich irgendwie nicht trauen oder nicht ansprechen oder so. Und nee, sprecht mich ruhig an, ich bin noch ein ganz netter. Kein Problem. Stimmt, der Oskar ist wirklich genauso wie in den Videos. Also ich habe ihn jetzt kennengelernt und er ist echt genauso. Echt, ne? Nur manchmal tanzt du so ein bisschen durch manchmal die Manchmal tanzt er nicht. Nee, wirklich. Kann ich nur bestätigen. Das ist echt cool. Und der Mario sowieso. Und ja, das ist echt cool. Du magst es auch wahrscheinlich, oder? Hast auch also dagegen, angesprochen werden, das kommt ja nicht so oft vor. Ich kann das selber auch gar nicht einschätzen, wie bekannt ich bin und sowas. Ne? Ich glaube, da kann ich auch. Ich würde jetzt sagen, ihr seid alle viel, viel bekannter und alles. Ich bin ja gar nicht so die Szene oder diese YouTube-Szene. Ich habe da nie so viel unternommen und gemacht. Ich trainiere halt einfach schon ziemlich lange und habe Wettkämpfe gemacht und hatte Shootings, aber trotzdem gibt es, glaube ich, Leute, die kennen wir alle vom Sehen auf vielen Bildern, aber die sind so mehr im Hintergrund. Wenn ich ins Studio gehe, dann gehe ich ja meistens um 5 Uhr morgens auch trainieren, ne? Dann habe ich das Studio, dann sind da noch 3 bis 5 andere Leute. Ne? Und wenn ich abends schon mal gehe, ist halt Alarmzustand. So, ne? Und dann glaube ich auch, werde ich viel so angeguckt, aber da, ne, ich werde auch öfter angesprochen, schon, aber ich merke einfach, dass ich dann auch so beobachtet werde, so jede, kennst du, ne? Wenn du so im Studio bist, so alles wird so, ne? Geht der hier hin, geht der da hin und so und dann sind auf einmal hier die 3 Jungs und sind dann da wieder in der Ecke oder so, ne? Folgen dir. Irgendwas. Ja, so, ne? Aber ich werde, wenn ich angesprochen werde, auch so oder Bemerkungen, irgendwas, nur positiv, ne? Nur positiv. Ich habe noch nie irgendwie gehabt, dass jemand kam und ich so. Ich auch nicht, bis vor ein paar Tagen. Echt? Ja, da war ich mit Akku unterwegs und dann hat einer irgendwie ein besoffener Stress gemacht an der Kasse, wurde dann vom Besitzer rausgeschmissen, wollte nicht gehen, hatten die passende Schlägerei und dann wollten wir den halt raus begleiten. Vorher hat er uns nicht angeguckt, nichts gesagt, dann haben wir ihn halt raus begleitet, freundlich und am Ende kam dann so, ja, Akku, nee, der meinte so, Erdschan, Fitness-Oscar, ihr könnt doch eh nix. Und ja, da hat er halt gegen uns gemuckt.
Und ja, ich glaube, solche gibt es, die sagen dann, also die schreiben im Internet, beleidigen die dich, und in real life sagen die dann nichts. Ja. Und das war dann einer, der sich halt Mut angetrunken hat, und dann hat er das halt angesprochen. Das war der erste. Ja. Also was wir mit denen machen, die laden wir offiziell ein. Ja, ja, ja. Und dann laden wir die zu einem Tanzbattle ein. Ja. Und dann tanzen wir die unter den Tisch einfach. Dann mache ich auch mit. Und sehen wir noch mal. Okay. Aber ohne Witz, dieses. Also ich glaube, das wird jetzt zum Running Gag. Das müssen wir jetzt einfach. Das schauen wir noch ein bisschen raus. So. Aber genau der Punkt ist es. Ich glaube, diese Anonymität im Internet verleitet einfach Leute, einfach mal stumpf zu hassen. Klar. Ich würde auch jeden, der irgendwie was behauptet. Oder hier im Auto hupen kann jeder. Ja. Ich würde den, jeder kann vorbeikommen, ich glaube, das ist bei euch genauso, und uns einfach ansprechen, wenn er irgendwie. Wenn das Video scheiße fand, ne? Soll er kommen. Aber das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Selbst die stillsten, schüchternsten Menschen werden im Auto sehr oft aggressiv. Ja, klar. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar dann mit dem Internet. Klar. Wollt ihr Wasser? Oh, gerne, ja. Ja, einfach drauf. Aber wir dürfen keine zu. Boah, ey, ich zieh das durch. Da ist doch jetzt. Zieh das durch. Stimmt, du hast einen Becher, du hast einen frischen Becher. Ich weiß, aber wenn ich das jetzt da reingieße, ist das dasselbe wie eine Tasse. Jetzt hast du aber ein bisschen Kaffeegeschmack, oder? Ja, ich habe auch noch meinen Eiweißshake hier. Ne? Ah, okay. Das ist Apfelschorle in Wirklichkeit. Aber mein Schoko-Eiweiß, da freue ich mich schon die ganze Zeit. Ja, ich auch. Hast du noch Milch hier? Nee, ich habe auch gerade. Nein! Ich habe auch gerade. Ich habe von Markus das Soja, ich habe da eine Probe gekriegt. Ach so, cool. Von diesem Soja-Eiweiß. Schmeckt echt gut, sogar mit Wasser. Das erste Soja. Ja. Ich werde mal, ne, keine Werbung, wie gesagt, aber ich werde mal, ich habe ein Soja. Ja, das ist Schöne, wenn wir so viele Sachen testen können. Ja, das ist so cool. Ihr könnt alles sagen, auch in meinen Videos. Also, wenn jemand sagt, ey, ich finde das Produkt am besten oder das, lass sie doch sagen. Also, ich finde die Produkte von raus voll schwer. Ne? Ich finde es einfach nur geil. Also, ich mag auch dieses. Ich mag ESN, ich mag Malte. Ich mag auch so viele. Ich mag auch so viele. Sagen. Also alle anderen finde ich total kacke, ne? Aber das schneiden wir aber jetzt das raus. Das schneiden wir raus, ne? Da legen wir so eine Tonspur drauf. Nee, würdet ihr auch zu Supplements stehen, wenn ihr nicht irgendwas mit Supplements am Hut hättet? Zu Supplements stehen? Also würdet ihr, viele sagen ja, oh, nur weil du irgendwie unter Vertrag bist oder nur weil du irgendwie Food for Champs hast, genau, oder nur weil du die Sachen zugeschickt kriegst, sagst du, das ist gut. Und kann ich dir eine Geschichte zu erzählen? Erzähl mal kurz. Ja. Ich habe 2005, also seitdem ich das erste Mal so in den Staaten war, so, ne, vor 10 Jahren schon, habe ich von etlichen Firmen, ich habe Kumpels gehabt, ich habe auf der Miss Olympia Messe immer gearbeitet, ne, so jedes Jahr. Und dann habe ich auch da, wo ich gearbeitet habe, das waren meistens Supplement-Firmen oder IFBB-TV, weißt du, so Videos, Backstage und so weiter. Wenn ich an Supplement Ständen gearbeitet habe, habe ich von denen immer Sachen bekommen. Und dann habe ich auch von denen nach Deutschland geschickt bekommen, auch nochmal so Pakete hinterher und alles. Ne? Und da kann ich mich erinnern, ich habe mal von MuscleTech so einen riesen Karton bekommen mit allem drum und dran. Und dann habe ich den Film von meinem Kumpel Chris Bell gesehen, Harder, Bigger, Faster. Kennst du bestimmt auch, kennt ihr, ne? Und dann hat er so aufgedeckt, so Amerika, Shootings, Models, Steroide, Nahrungsergänzung und wie, was du in Amerika damit alles so machen kannst. Dann habe ich so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Wie gesagt, ich hatte Freunde, die da auch Sachen selber produziert haben. Ja, und dann habe ich eigentlich angefangen, nur noch so Sachen aus Deutschland zu kaufen. Aber Supplements haben schon immer für mich so dazugehört. Nicht, man muss nicht alles haben, jeden Müll. Ich habe auch mit Anfang 20 habe ich wirklich auch 30 verschiedene Döschen gehabt und so mir alles zusammengebastelt, weil halt Ronnie Coleman oder andere, ne, hatten ihre Pillenbox zu Hause, und das war quasi so, wie mein Vater seinen Schraubenkasten hat. So, ne? Ja, da waren alles drin. Ne? Aber man hat heute seine Schrauben eben da drin in den ganzen. Ja, ja, Sean Ray zum Beispiel. Da, ne, gibt es ganz geile Videos von damals. Ne? Hat er hier so, wie so Handwerk-Schraubenkästchen, wo Nägel drin sind und dies und das. Und dann hat er, hier ist B12 drin, da ist Potassium, ne, Kalium und so weiter, alles, Vitamin C, E, ne, alles. Und dann kam jeden Tag rein. Mittlerweile weißt du, du brauchst solche Sachen nicht mehr. Aber ich habe eben noch ein Video mit Andreas Scholz gemacht, Ökotrophologe, der Figurmacher, der auch bei uns auf dem Workshop dann eben macht. Der macht den Ernährungspart und super Argumente für Nahrungsergänzung. Also super, da musste ich selbst nochmal drüber nachdenken und so auch wieder die Booster zerlegt hat und jeden einzelnen Workshop nochmal so erklärt hat und eben auch eine gute Bedeutung, wie er das selber für sich so einsetzt. Ja. Das hat mich schon wieder motiviert, mir meine Cocktails wieder so mehr zu mixen. Okay. Ne?
Ich habe gerade letztens das Gegenteil gemacht. Ich hatte so vielleicht so, weiß ich nicht, 5, 6 Supplements, die ich so nehme, und da habe ich überlegt, brauche ich das? Nicht unbedingt. Brauche ich das? Ja, muss auch nicht sein. So. Jetzt habe ich aussortiert so auf 2, 3. Ja. Ich glaube sowieso, dass man dieses brauche ich das unbedingt. Unbedingt braucht das, glaube ich, kein Mensch. Nee. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir es brauchen, sondern es erleichtert uns einfach. Ne? Ja. Also viele denken ja, wir suggerieren den Leuten, dass man das braucht. Und dass man aber es ist einfach auch leichter und zeitsparender und zum Teil auch günstiger, wenn ich mir einen Eiweißshake mache, als wenn ich mir irgendwo ein dickes Stück Fleisch hole oder so. Also es ist ja, ne, viele sagen ja, das ist Geldmacherei. Finde ich überhaupt nicht. Also mir erleichtert das so viel. Ja, was ich wiederum nicht mag, wenn jemand dann so seinen perfekten Body zeigt und dann halt sagt, das ja, nur damit. Dadurch habe ich das erreicht. Absolut. Ich bin ja, da müsst ihr ja mal gleich vorsichtig sein. Ja. Dieses, auf jeden Fall. Deswegen, ihr werdet jetzt nicht durch ein Eiweißprodukt werdet ihr jetzt nicht irgendwie riesen Muskeln aufbauen. Das ist genauso Nahrung wie ein Steak halt, ne? Aber es ist eben in einer anderen Form und isolierter und so weiter. Aber es ist ja kein Wundermittel. Es ist ja auch dieses Ganze, da ist irgendwie was, das ist einfach. Was Andreas zum Beispiel gesagt hat, dass bei vielen Booster, da wirst du dich jetzt besser auskennen, auch Psychopharmaka eingesetzt wird. Ne? Und dass da eigentlich, dann haben wir so ein bisschen so in puncto Jugendschutz argumentiert und gesagt, ja, da muss man den teilweise 13-, 14-, 15-Jährigen, ne, die dann anfangen, Booster, Internet bestellt, zu Hause anfangen zu trainieren und so, ne? Ich weiß ja nicht, wie deine Zielgruppe so von der Altersspanne da so ist, ne? Aber das ist ein ganz heikles Thema. Die Eltern rufen uns an und sagen teilweise, ja, was hat mein Sohn da bei Ihnen bestellt, ne? Und ich erkläre dann, ja, ist alles verkehrsfähig, was wir haben, wird alles in Deutschland produziert, schickt denen Zertifikate und so weiter, ne? Und kläre dann da so ein bisschen auf. Aber das holen sie sich aus dem Internet, weil irgendwer sagt hier, der Booster, ich, ne, der Booster, ne? Ohne den wäre ich gar nicht. Ne? Ja, das ist auch genau, also das ist auch so meine Bitte an alle, also an die ganzen Jugendlichen. Wenn ein Hersteller, den ihr noch nie vorher kanntet, der irgendwo ganz weit von Deutschland produziert, einen Booster auf den Markt bringt, wo alle plötzlich schreien, oh Gott, der wirkt so wahnsinnig, dann wird da was drin sein, was eben nicht gut für euch ist. Der geht nämlich das Risiko ein, dass er ein paar Monate später einfach, dass es ihn nicht mehr gibt, weil bis das Ganze ja nachvollzogen wird, weil es ja damals wie bei dem Geranium-Extrakt, ne, hat man auch gesagt, pflanzlich ist alles okay, dann war es kurz verkehrsfähig und dann fliegt es wieder vom Markt, weil man dann erst merkt, dass es ungesund ist, aber bis dahin, oder dass es wirklich schlecht ist, bis dahin sind aber ganz viele Jugendliche fast abhängig davon und die Dinger machen abhängig, ganz normal, also die docken da an, wo auch tatsächlich Amphetamine ankam. Gab schon eine Menge Autounfälle, hysterische Anfälle, aber mit Freundin, Schlägereien und so weiter, ne? Stress im Studio, Stress in der Schule und so, ja. Aber wenn der wirklich, wenn es ein guter Hersteller ist, den es schon ganz lange gibt, der in Deutschland oder irgendwo in der Nähe produziert, wenn der einen Booster raushaut, mit viel, also mit, ne, nicht 3 Gramm Scoop, sondern wo wirklich mal ein paar Inhaltsstoffe sind, die auch für den Muskel ganz gut sind, dann müsst ihr euch da jetzt auch nicht so viele Sorgen machen. Also, ne, unterscheidet wirklich diese durch die Wand Booster von denen, die tatsächlich ein bisschen was für euch tun können, aber wie gesagt, brauchen tut man die eh nicht, aber sie erleichtern. Also ich könnte, weiß ich, nach so einem 8-9 Stunden Arbeitstag oder so, ich nehme die ganz gerne. Also ich nehme gerne mal so einen Booster. Ich hatte eine Zeit, wo ich halt gemerkt habe, okay, langsam übertreibe ich. Also das Training ist geil und man fühlt sich gut, man hat alles Pump Energie und so, was auch ein Booster bringen soll. Da habe ich halt selber gemerkt, du nimmst eigentlich zu oft einen Booster und zu viele verschiedene und so. Und dann habe ich einfach von einem auf den anderen Tag das gelassen und jetzt bin ich clean. Jetzt bist du clean, ey, cool. Komplett, oder? Ja, jetzt gar keine. Aber da siehst du ja auch, man raucht. Und kein nicht, Kaffee, ne? Auch. Ich bin nur noch bei so den anonymen Kaffeeholikern. Ja. Auch so ein bisschen Beta-Alanin brauche ich ein bisschen. Ich finde, bei mir in der Diät ist das halt ein Hilfsmittel. Absolut. Pro-Bro, Gym-Ästhetik und so weiter, was da für eine Welle entstanden ist, wie die wirklich sich hingekniet haben und aufmerksam zugehört haben, wie berührt die Leute waren, wie diese Community, dieser, keine Ahnung, also dieses so mitgerissen, weißt du, so als totale Einheit, ne? Habe ich in, jetzt kommt's, 20 Jahren FIBO nicht gesehen. Selbst auf den Bodybuilding-Bühnen.
Ne? Selbst damals auf den Bodybuilding-Bühnen, ne? Da war auch eine Menge Kreischerei und so weiter alles. Ne? Da waren viel mehr Bodybuilder, viel mehr Stars, die Szene war eine ganz andere. Ne? Das waren unendlich viele Bodybuilder, das, ich vermisse das auch so ein bisschen. Ne? So, wenn es das heute noch gäbe, gäbe es diese zwei Extreme auch. Ne? Aber es ist, also da ist schon wirklich viel krass, passiert. Ne? Ich finde es auch so, es ist so positiv. Ich weiß nicht, Frage an euch. Passiert es euch, dass ihr irgendwie auf der Straße auch mal angequatscht werdet, im Gym angequatscht werdet, irgendwie irgendwas in der Richtung? Klar. Das ist gestern passiert. Aber wie fühlt ihr euch dabei? Ich habe dich angequatscht. Ich glaube, ja, so, Mario, also, wer bist du denn? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Du siehst immer so breit aus in den Videos. Nein. Dann erzähl mal, weil ich finde, das hat genau damit zu tun. Also, ich mache das ja echt noch nicht so lange, dieses YouTube-Ding. Und das ist so krass. Ich bin da mit dem Pups-Kanal, ne? Ich bin, mich dürfte ja, gar nicht fragen. Kennt man aber auch, ja, aber dich kennt man ja auch aus Medien, aus Zeitschriften und so. Du bist ja auch kein Unbekannter und du bist bestimmt auch irgendwo angequatscht, bist du wieder im Gym. Ich finde das so cool, ich finde das so positiv, ja, echt. Wenn Jugendliche kommen und sagen, boah, du hast mich irgendwie dazu gebracht, ja, oder ihr alle. Und ich finde das so cool. Das ist heftig. Und manche sagen dann solche Worte, was ich mir im Leben nicht geträumt hätte, dass jemand sowas zu mir sagt. Das finde ich echt heftig. Ja, ja. Ich habe auch echt, ich hab E-Mails gekriegt, das ist wirklich krass. Oh, ich habe eine ganz lustige Geschichte. Ich habe echt eine Mail gekriegt und ich, ohne Witz, das war so zu Neujahr und ich habe echt so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, weil die Mail, das war irgendwie jemand, der schwerst depressiv war vorher und der durch mich irgendwie so motiviert wurde, dass er dann angefangen hat mit dem Sport und dann auch wirklich sein Psychologe, Psychiater und so weiter, die haben ihn dann auch attestiert, dass er dann wirklich seine Dosis der Pharmazeutika runtersetzen konnte. Und dann so der letzte Satz, ich will jetzt hier nicht zu viel labern, aber der letzte Satz war echt so, Simon, danke, weil sonst hätte ich das neue Jahr, ohne dich hätte ich das neue Jahr nicht erlebt. Und weißt du, so alleine, ja, alleine mit dieser einen Mail dachte ich, hey, cool, ne? Weißt du, so, das ist super geil. Also, wann hast du die bekommen? Neujahr. Um Neujahr herum. Das ist ein geiler Jahresstart. Das war so geil, echt. Also das war so heftig.